Yo, Peace, Freunde, und ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal Artco. Auf jeden Fall, ja, wie man hier schon unschwer erkennen kann, hier sind so verschiedene Pudding- oder so Schleimarten, aber diese Schleimarten sind zum Essen. Das ist einfach so wie Pudding zum Essen. Richtig cool. Auf jeden Fall, das hier ist ganz verschiedenes, da ist Ananas, Apfel, Melonen und so Zeug halt drin. Richtig cool. Seht ihr hier auch noch? Richtig geil. Dann das nächste. Ist nur von Orangen. Ist nur Orangengeschmack hat das drin. Richtig gut. Dann hier auch nur noch Banane. Und wie man hier noch sehen kann, die haben alle eine andere Farbe. Hier ist einfach grün, hier ist einfach orange und hier ist einfach rot. Und das Spezielle ist einfach, das hier hat diese zwei Arten auch noch drin eingebaut. Das heißt, mich nimmt schon sehr Wunder, wie das schmeckt. Auf jeden Fall, ja, wir machen das jetzt heute und zeigen euch, wie das geht. Ja, ich würde einfach mal sagen, los geht's. So, Freunde, wir haben hier jetzt auch noch schnell eins getauscht, weil das andere war einfach gelb und das wollten wir nicht. Wegen dem haben wir hier jetzt noch mit Hagenbutter. Richtig cool. Ja, komm, lasst uns das einfach mal öffnen. Alter. So, Freunde, jetzt öffnen wir noch das da. Jetzt nimmt mich mal Wunder, ob das auch die gleiche Farbe hat, aber ich glaube eher nicht. Und nächstes aufgebracht. So. Oh, geil. Das hier ist jetzt mehr Diamanten-Style. Das riecht auch schon. So, jetzt öffnen wir noch das letzte. So, und das letzte wäre auch fast geöffnet. So. So. Geöffnet. Das hier ist jetzt einfach nur noch so. Und ja, wir schauen jetzt mal genau, wie man das zubereitet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich schütte das hier jetzt mal da rein. Wir haben hier auch noch eine Standardschere am Stück. Boah, zu klein. So. So und so und so. Das ist ja orange. Boah, das riecht jetzt nach orangen Zeugs. Nach künstlicher Orange. Wir müssen jetzt das heiße Wasser hier reinschütten. Zum orangen Zeug. So. Ah, das ist ja schon übelst schnell heiß. Auf jeden Fall, ja, jetzt müssen wir rühren. Alles fällt, oh mein Gott. So, jetzt nehmen wir hier nochmal eine Tasse voll rein. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier die Hälfte und jetzt wieder das gleiche Spiel. Jetzt brauchen wir wieder warmes Wasser. Also heißes Wasser, besser gesagt. Jetzt wurde die Farbe übelst rot. So wie Blut fast. So, Freunde, und jetzt kommen wir noch zum letzten und zum besten, finde ich. Und zwar richtig cool grün. Hier wieder das gleiche Spiel, halb Hälfte von dem Zeug rein. Ja, so. Und ja, jetzt brauchen wir wieder heißes Wasser. Und dann wieder das gleiche Spiel. Alles Zeug da rein. Boom. Jetzt wieder rühren. Und dann wird das richtig cool. Jetzt machen wir das in den Kühlschrank oder auch auf dem Balkon und dann sehen wir uns wieder, wenn das hart wurde oder so glibberig. Bis nachher.
Jetzt noch hier das letzte. So. Boah. Hier sind sie auch nochmal. Und Freunde, wetten, das sieht so geil aus, wenn da einfach das und mit dem vermischt sind. Jetzt ist Abend. Jetzt ist wirklich schon eine Stunde vorbei. Ja, schau, jetzt ist es genau perfekt zum Essen. Oh, das hier sieht sehr komisch aus. Das hier sieht sehr gruselig aus. Auf jeden Fall, ja, wir sehen uns morgen wieder, weil morgen werden wir das dann essen. Ja, bis gleich. Freunde, auf jeden Fall, jetzt ist der nächste Tag. Hier sind auch schon alle Farben richtig. Und ja, wir füllen das jetzt alles da rein, dass es dann richtig cool aussieht. Wir nehmen immer nur ein bisschen von dem Zeugs. Ja, so. Das reicht mal. Dann nehmen wir von dem hier. So circa so viel. Ist auch genügend. Nein, noch ein bisschen. Klein so. Und jetzt kommt das Rote. Wow. Richtig hübsch sieht das. Schaut euch das hier mal an. Jetzt wiederholen wir das noch einmal mit den Farben. Einmal das da. Und einmal das da. Das sieht jetzt schon richtig cool aus. So mit allen Farben. So Freunde, so sieht das jetzt noch so aus, richtig hübsch. Hier zuerst orange, also orange-gelb, dann hier grün, dann hier rot. Wow, einfach so wie ein Regenbogen. Ich koste das jetzt mal mit diesen Farben. Das hier schmeckt nach Haribo. Alles richtig gut. Auf jeden Fall, wir stellen das hier jetzt wieder hier hin. Auf jeden Fall, ja, wenn euch das Video gefallen hat, wo ich euch zeige, wie man so Pudding macht, dann lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Macht mich, abonniert mich und Like nicht vergessen, ist alles kostenlos. Ciao.